Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Unter einem meiner letzten Videos habe ich euch gebeten, mal zu schreiben, was ihr an meinem Kanal mögt. Und überraschenderweise, damit hätte ich gar nicht gerechnet, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, kam ganz, ganz oft, dass ihr meine Buchempfehlungen so mögt und dadurch erst auf ganz viele Bücher gekommen seid, die ihr sonst vielleicht nie in die Hand genommen habt. Und deswegen dachte ich ganz spontan, ich habe gerade alle Bücher zusammengesammelt, zeige ich euch gerade mal aus verschiedenen Kategorien unsere aktuellen Lieblingsbücher, die wir auch aktuell gerade täglich lesen. Und zwar habe ich Vins aktuelles Lieblingsbuch, dann aktuell das Lieblingsbuch von Svea, ein Buch, was beide gern zusammen hören. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen von mir. Ich würde sagen, wir starten auch mit den Sachen, die ich gerade fast täglich benutze oder gerne lese oder euch empfehlen möchte. Zum einen ist es dieses Mitmachbuch für Mamas. Wer mir auf Instagram folgt, der hat meinen ausführlichen Post dazu schon gelesen. Also auch auf Instagram gibt es immer wieder tolle Buchtipps, wenn ihr mir da folgen mögt. Das ist von Jennifer Herzog, Du bist eine Heldin, das Mitmachbuch für Mamas aus dem Kösel Verlag. Ich werde euch wie immer alle Bücher, die ich jetzt zeige, auch unten in der Infobox verlinken. Und dieses Buch ist eingeteilt in die verschiedenen Monate. Und das ist sehr, sehr schön, weil es ist nicht so viel. Es ist nicht, dass ihr jetzt jeden Tag das Buch aufschlagen müsst oder jede Woche, sondern ich mache es zum Beispiel so zum Monatsanfang, nehme ich mir das aktuelle Kapitel und fange halt an zu lesen und fange halt an, die Ideen, die dort gegeben werden, umzusetzen. Und das ist so, 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 so vielseitig. Also da sind auch wirklich kreative Ideen für euch und eure Kinder, die wunderschön sind, aber auch so Achtsamkeitsübungen für einen selbst als Mama. Mütter sind Heldinnen. Sie widmen sich mit aller Kraft, Geduld und Ausdauer ihren Kindern und helfen so, die Welt ein bisschen schöner zu machen. Doch jede Mutter braucht auch Zeit für sich und für Momente der Selbstfürsorge. Dieses Buch begleitet dich durch das Jahr. Es bietet einen Schatz an Yoga- und Achtsamkeitsübungen, Gedankenanstößen sowie naturverbundenen Spielideen und kreativen Anregungen, die das Leben mit Kindern reicher und den Alltag leichter machen. Also das ist wirklich was ich sehr empfehlen kann, was wirklich wunderschön ist. Auch unglaublich schön gestaltet mit immer wieder inspirierenden Worten und Zitaten und ganz abwechslungsreich und vielseitig. Also das ist was ganz, 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 ganz Tolles. Dann eine Zeitschrift, die ich euch empfehlen möchte. Das ist jetzt gar nicht die aktuelle Ausgabe, weil als ich die Zeitschrift rausgesucht habe, ist mir eingefallen, dass es wieder eine neue Ausgabe gibt, die ich mir dann gleich bestellt habe. Ich bestelle die über Amazon, weil es die jetzt bei uns in unserem Kauf nicht im Zeitschriftenhandel gibt. Deswegen verlinke ich euch die auch bei Amazon. Ich bin jemand, der sehr ausgewählt Zeitschriften kauft und dann auch es in Ordnung findet, mir Geld in die Hand zu nehmen. Denn diese Zeitschrift kostet 10 Euro. Aber es ist tatsächlich die für mich beste Zeitschrift, wenn man so in Richtung Spiritualität geht. Und zwar ist es das Magazin I Am von Laura Marlina Seiler. Also Laura Marlina Seiler kann ich euch prinzipiell sehr empfehlen, sehr ans Herz legen. Sie hat einen Podcast und auch einen YouTube-Kanal und ist auch bei Instagram, kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Und das jetzt ist ihr Magazin, das ist die erste Ausgabe, es gibt auch schon eine zweite. Und das ist ein Magazin, was ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen habe, weil mich alles interessiert hat, wo ich ganz, ganz viel mitgenommen habe. Es ist super praktisch, ihr habt unglaublich viele Übungen auch mit drin, ihr habt dort Meditationen mit drin. Es ist so durchdacht und so vielseitig. Mit ganz, ganz tollen, inspirierenden Sprüchen auch und so. Also ganz, 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 ganz toll. Und da lohnen sich die 10 Euro tatsächlich auch. Und dann zeige ich euch das Buch, was ich aktuell lese. Und zwar habe ich die Reihe noch nie gelesen. Die ist nicht neu, weil ich mich schwer tue mit Erotikromanen, weil ich da sehr kritisch bin. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber mir wurde die Reihe jetzt schon so oft empfohlen und ich finde den Film dazu auch sehr gut. Habe den auch jetzt schon mehrmals geguckt und deswegen habe ich jetzt angefangen mit dem ersten Teil der After Passion Reihe von Anna Todd. Ich kann noch nicht allzu viel dazu sagen. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch die Reihe vielleicht gefallen hat, wenn ihr sie gelesen habt. Wie gesagt, ich habe bisher nur den Film geguckt. Und den fand ich eigentlich ganz süß und bin jetzt gespannt, wie es mit dem Buch so ist. Es ist gerade so, ich brauche gerade so ein Buch. Ich habe davor ein Krimi gelesen und dann habe ich was Historisches gelesen und jetzt brauche ich gerade irgendwie so ein Buch. Und bin schon sehr, sehr, sehr gespannt.
So, und kommen wir jetzt mal zu den Büchern der Kinder. Ich zeige euch gerade mal das gemeinsame Lieblingsbuch der Kinder. Und zwar ist es das geliebte Herzenskind von Bianca Batanas. Das habe ich euch in einem Video schon mal genauer vorgestellt. Das sind Mutmachgeschichten, Geschichten mit Affirmationen, positive Affirmationen für Kinder. Es geht zum Beispiel auch um Selbstliebe. So, nochmal. Also es geht um Affirmationen, um Glaubenssätze. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Wie gesagt, habe ich schon mal genauer vorgestellt. Und das hier ist Sveas aktuelles Lieblingsbuch und seit Februar habe ich das Gefühl schon 100-mal gelesen. Mittlerweile kann sie sogar schon mitsprechen, wenn ich das vorlese. Und zwar ist das Hör mal, so klingen Rock, Jazz und Co. Mini-Musiker aus dem Koppenrad Verlag. Und ihr habt halt immer so einen kurzen Text und dann hat man so die verschiedenen Musikrichtungen, also Klassik und Jazz und Pop und Rock und Reggae. Und das wird dann halt immer abgespielt und das liebt sie total. Das liest sie auch mittlerweile ihren Puppen vor, weil sie, wie gesagt, die Texte auch fast schon auswendig kann. Und das ist hier wirklich ein absoluter Dauerbrenner und die Musik ist auch auszuhalten tatsächlich. Und dann, worüber ich mich sehr freue, dass ich euch das jetzt zeigen kann, ist Vins aktuelles Lieblingsbuch. Wir haben vor 2 Wochen damit angefangen. Er hat den Wunsch geäußert, weil er auf seinem Tablet ein Harry Potter Spiel angefangen hat zu spielen und wollte dann halt einfach mehr über diese Welt von Harry Potter wissen. Und ich habe ja von Harry Potter auch die illustrierten Ausgaben, die wunderschön sind. Davon gibt es bisher erst 4, die kommen immer so peu à peu raus. Und das ist natürlich für Vince sehr schön, weil halt viele Bilder mit drin sind. Und so haben wir halt angefangen vor 2 Wochen Harry Potter und der Stein der Weisen zu lesen und sind auch schon gut vorangekommen. Also in dieser Woche werden wir das Buch, glaube ich, auch zu Ende lesen und er will dann auch sofort weiterlesen. Also ich muss im Moment so viel vorlesen wie noch nie. Also wir lesen 2-mal täglich ungefähr 20 Minuten in dem Buch und er findet es knallermäßig. Er findet es unglaublich toll. Er hat immer ganz, ganz viele Fragen und den ganzen Tag über reden wir eigentlich über Harry Potter und es ist so schön. Und er hat jetzt auch schon einen Zauberstab und er möchte zu Halloween und Fasching als Harry Potter gehen und er möchte Quidditch spielen und es ist ganz, 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 ganz toll und ich freue mich darauf, dass jetzt so diese Zeit ist, wo ich anfangen kann, diese Leidenschaft von mir mit meinen Kindern zu teilen. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was gerade eure Bücher sind. Von euch als Mamas, von euren Kindern, die gerade bei euch top aktuell sind. Da können wir anderen auch mal ein bisschen gucken und uns inspirieren lassen. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr die Bücher wieder unten in der Infobox verlinkt, wenn euch jetzt das ein oder andere gefallen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!